Nee, geht gar nicht. Nee, warte mal, eine brennt. Eine brennt schon. So, die zweite, die will nicht angehen. So, jetzt ist er an. Ha! Na also. Das war doch mal interessant. Geisterposse. Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang zu geisterhaften Verbündeten wird. Aha. Warte mal, was habe ich jetzt gerade als Vergleich? Hm. Nee, also ich packe sie mit ein, aber ich rüste sie nicht aus. Die andere ist da bisher jetzt eigentlich besser mit dem Nahkampf. Na schön. Na, das hat ja super funktioniert mit dem. Das war jetzt einfach nur so blind geraten. Ich dachte, das hätte eigentlich genauso gut auch gar nicht funktionieren können. So, Lady Comstock, das ist ja ihre Krypta. So, aber wo ist sie jetzt hin? Ich soll ja Fußspuren folgen angeblich. So. Aber ich schätze mal, sie ist jetzt irgendwo nach draußen gegangen. Und hey, da sind ja die beiden schon wieder. Comstock-Haus zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Hm. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Auch sarkastisch. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Tja, finden wir es heraus. Gehen wir erstmal hier diesen Weg runter. Irgendwas führt hier so lang. So, und erstmal wieder blöd zwischenladen. Ey, das geht mir auf die Nerven, Leute. Ernsthaft. So. Finde die drei Risse. Gibt es irgendwie einen Hinweis, wo die sein könnten? Ich höre eine Stimme. So, wo ist sie jetzt? Ich sehe die Spur nicht mehr. Ich würde mal vielleicht mal... Ja, genau, da vorne. Da ist es ja schon. Ich wollte mich mal da umsehen. So, Salze. Das ist gut. So, Krähenfalle. Ey, Alter, wieso habe ich jetzt so übelst auf die Fresse gekriegt? Ernsthaft, das ist nicht nett. Und wo bin ich jetzt auf einmal schon wieder? Wieso lande ich jetzt wieder hier? So, Mann. So, ich wollte ja dahin, da ist es ja noch. Ich war zum Glück nicht weit weg von. Und wie ich mir schon fast dachte, jetzt ist sogar das Gebäude verfügbar. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Elizabeth. Kinderspiel. Bitteschön. Und die Spuren führen auch hier rein. Sehr gut. So. Interessant, das ist also das Labor der Lutece. Bin ich ja mal gespannt, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Also erstmal hier aber ein Lockpick. Und dann haben wir hier noch... Was ist das für ein Ding? Achso, ein Globus. Und ein Tesla-Spulen. Aha. 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 Okay, das muss einer der Risse sein. Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Keine Frage, mach es. Meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Madame Lutece? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge.
Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril. Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Aha. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Tja, wenn ich wüsste, was genau er ihr angetan hat. Vielleicht wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. ...Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Nochmal, ich habe das jetzt gerade nicht verstanden. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Ah ja. Das heißt also vielleicht, dass Elizabeth vielleicht gar nicht geboren wurde oder so, sondern einfach erschaffen? Das soll ich erstmal so ein bisschen kapieren, aber na gut. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Aha. Soll das einfach heißen, der ist jetzt eigentlich so oft in einen Realitätswandel mit diesen Rissen gekommen, dass er jetzt überhaupt gar nichts mehr geht, oder was? Mann, der Arme. Das ist ja irgendwie ein bisschen gemein. Einfach nur gemein. Ich meine, wenn sowas passiert. Naja. Es hängt natürlich auch ein bisschen vom Standpunkt ab. So, gut, alles klar. Dann gehe ich jetzt erstmal ein Stück weiter nach oben. Ob ich hier noch irgendwas Interessantes finde? Mann. So, warte mal. Ah, hier ist ja noch etwas. Salze. So, da geht's nicht weiter. Und da ist auch sowieso kein Schloss davor. Das heißt also, wahrscheinlich könnten wir da sowieso nicht durch. So, und... Ah, na endlich. Da ist ja endlich mal wieder was. Infusion. So. So, dann das letzte Salz-Upgrade übernehmen wir. Und dann ist es voll. Ja, gut. Hier im Schrank ist Gesundheit. Gesundheitskits drin gewesen, aber nein. Wollte ich ja nicht übernehmen. Hier drüben! Was ist das? Ein Voxophon. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Alles klar. Und wer soll das bitte sein? Als ob ich das nicht schon längst wüsste oder ob ich das nicht schon längst ahnen würde. Nicht wahr, Elizabeth? Okay, hier bin ich dann wohl fertig. Hier ist weiter nichts. So, die kleine Salzampulle nehme ich mit. So, okay, wohin führst du uns als nächstes? Hier rein? Hör auf, mich zugrunde zu richten! Hier sind aber keine Risse. Oh, Vorsicht! Na, muss ich schon echt mit dem Feuer ein bisschen aufpassen. Okay, finde den nächsten Riss. Kann ich irgendwie schauen, ob ich jetzt hier noch... Ja, folge Lady Comstocks Spuren, um sie zu finden.
So, der erste Riss war ja bei den Lutesses. Nee, schade. Irgendwie finde ich jetzt hier gerade keinen Hinweis, wo der nächste sein könnte. Gut, dann folge ich erstmal hier wohl den Weg lang. Irgendwo wird er mich ja schon hinführen. So. Ah, warte mal, da ist sie ja wieder. Ist hier irgendwas? Tja, ich muss wohl anscheinend echt in diese Richtung, aber... Wer weiß, ob ich überhaupt wirklich richtig hier bin. Also ich... Vielleicht führt er mich auch sonst wohin gerade. Nein, warte mal. Nee, das war eine Salzampulle. Aber hier, in der Fußspuren. So, ich bin wieder hier am Anfang des Gebiets. Und was ist das hier? Das war doch die Bank. Oh, fuck! So, warte mal. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Zurück an Absender, schnell her. Na toll. Warte mal, war hier nicht irgendwo in der Nähe? Ja, gerne, nehme ich immer wieder an. Ah, fuck! Ah, Mann, Alter, was ist hier los? Ich komme jetzt hier gerade ein bisschen nicht klar. So. Okay, das war's. Aufstehen. Aufstehen. Schön, so okay. Da ist ja noch dieser eine Krähentyp. Wo bin ich jetzt überhaupt hier gelandet? Nein, legst du nicht. Wo bist du? Ah, hier. So, warte mal, ich nehme mal am besten Teufelskuss hier. Am besten mal eine Falle legen. Das ist jetzt meine Falle. So, da ist die Falle. Ach, Mann. So, und Heilung schnell. So. Mann, wo bleibt der Typ? So, das war's. So, da ist noch wieder einer. Da oben. Hä, habe ich den jetzt erwischt oder ist er einfach weggerannt? Egal, ich hole ihn mir jetzt. So, der ist weg. Hier ist ein Gatling. So, wo ist der Typ? Da unten. Irgendwo da unten ist er doch. Nein! Ey, wo bist du überhaupt? Ey, du Sack, wo steckst du? Da unten.
So. Okay, das war's. Ah, meine Fresse. So. Ich soll anscheinend hier so rein, um den nächsten Riss zu finden. Gut. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Ich weiß es nicht. Wow. Feuer? Was war das gerade? Ich hab echt Schiss, Leute. Das ist gruselig. Einfach nur gruselig. Na schön. Warte mal, hier ist... Ah, jetzt soll ich den Bereich verlassen. Na toll. So, Haupthalle der Bank des Propheten. Die Bank des Propheten ragte ein goldenes Kalb über die Stadt auf. Was wohl... Ach, Mann. Das ging zu schnell. Egal. Oh, da oben. Ne, es ist nur Frachthaken. Das ist nicht der Riss, den ich suche. So, die Bank des Propheten. So, da ist ein Dollarbill. So, hier sind wieder Gegner. Ah, da hinten. Ah. Ah, da hinten. So. Ja, warte, euch kriege ich noch. Komm schon. Mal schnell aus der Deckung raus hier. Warte mal, warte. Komm schon, jetzt hab ich dich. So. Warte mal, oder? Hab ich ihn noch nicht? Nein, doch, ich hab ihn. Ah, da hinten. Nein! Oh, los! Ihr seid tot! Schnell! Mann, lass schneller nach, blödes Teil! So, das war's. Meine Güte! Na gut. So, hier ist ja noch irgendwo ein Raum. Da will ich auch natürlich hier rein erstmal. So, kann ich von hier aus? Ja. So, was haben wir hier Hübsches? Einen Schreibtisch mit Geld. 50%! Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Oh ja, das denke ich aber auch. Bei dem ganzen Geld... Da würde sich sogar Lotto spielen nicht mehr lohnen. So, erstmal hier wieder mal ein bisschen Geld sammeln. Oh, hier hätte ich auch sogar reingekonnt.